Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Dennis spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Hauptstrecke Rhein-Ruhr und ich habe heute mal vor, mit dem ICE3 Mod von Bochum über Essen Hauptbahnhof bis nach Duisburg zu fahren. Aber quer durchs Ruhrgebiet an diesem frühen oder späten Abend, wie auch immer, kurz vor 9 haben wir, also kurz vor 21 Uhr, und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Aufrüsten des Zuges. Den müssen wir nämlich noch komplett aufrüsten. Und ich würde sagen, wir beginnen damit, können dann gleichzeitig die Fahrgäste auch einsteigen lassen. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Wir lassen den Fotomodus. Denn wie ihr hört, hört ihr noch gar nichts. Der ist noch komplett abgerüstet. Und wir müssen jetzt hier erstmal zusehen, dass wir den aufgerüstet bekommen. Und da müssen wir erstmal die Tür wieder schließen, damit wir gleich alles zusammen aufmachen können. Na komm, das ist doch. Ach, das ist wirklich so. Jetzt haben wir es doch. Ach, dieses wunderschöne Türpiepen. Das haben sie wirklich gut hinbekommen, das muss man wirklich sagen. Ach, sehr schön. Richtig schön. So, dann gehen wir mal zum Führerstand. So, das heißt, wir müssen erstmal hier den auf aus oder ne, auf vorwärts. Genau, da müssen wir den hochfahren. So, jetzt fährt er nämlich erst hoch. Wobei, das können wir auslassen. Wir können aber auf jeden Fall die Türen öffnen jetzt. So, wir können die Zugspitzensignale einstellen. Zugsicherungssysteme. Können wir eben die Schranktür wieder schließen. Da haben wir schon, ob wir Spitzensignale eingestellt haben. Das sieht gut aus. Hier geblieben. Haben wir. Sehr schön. Türen sind geöffnet. Gut. Dann sind wir soweit abfahrbereit. Natürlich noch die AFB einstellen. Und zwar auf voll. Das ist Freigabe. Dann die ganze auf 40 stellen. So. Da müssen wir uns noch eine Route legen. Und zwar bis nach Duisburg wollen wir fahren. Das heißt, einmal quer über die Karte. So. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben grün, das heißt, wir können die Türen auch schließen. Das hören wir uns jetzt mal von außen an. Und die Abfahrt genauso. Sehr schön. Sehr, sehr nice. So, und ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit. Auf geht's!
Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. So, die können wir auch aufschalten, wir sind ja nicht mehr unter Beeinflussung. So. Einer meiner Lieblings-ICEs, der Dreier. Ich finde, der hat einfach den besten Sound aller ICEs. Auch wenn der ICE4 auch nicht schlecht ist und der Velaro sowieso, aber ich finde, der 3 hat einfach immer noch den besten. Könnt mich da gerne korrigieren, wenn ihr da anderer Meinung seid, aber ich für meine Begriffe finde den 3er am besten. So, 160, wunderbar. Fahren wir hier schön durchs Ruhrgebiet. Oh, wir haben gleich Rot. Sollten wir schon mal ein bisschen bremsbereit halten hier. Haben wir die PCB gar nicht eingestellt? Doch. Würde das sagen? Jetzt haben wir wieder gelb. Wunderschön, diese Graffitis hier. Ist ja normal für diese Strecke. Ruhrgebiet halt. Ah, kurz nach dem Bahnhof ist rot. Müssen wir da am Bahnhof mal kurz anhalten. Wieder grün. Da können wir auch wieder aufschalten. Das nächste rote Signal.
Ah, es hat sich auch wieder erledigt. Oder auch nicht. Ja, ist wieder so eine Strecke, wo man nicht genau weiß, was passiert als nächstes. Doppelrot sogar. Ist das wieder erledigt? Hier blickst du nicht durch. Ich sehe hier auch gar nichts. Was uns hier irgendwie blockieren sollte. Na egal. Es ist doch wieder rot. Ach Leute. Hier blickst du nicht mehr durch. Das ist echt Hammer. Und wieder rot. Wieder befreien. Kann auch wieder 140 fahren. Dürfen wir auch gleich irgendwann Essen passieren? Wenn wir da jemals ankommen, heißt das. So, das wird Essen sein hier, wenn mich nicht alles täuscht.
Na gut, hier wollte ich sowieso anhalten. Von daher passt das. So, öffnen wir mal die Tür. Können wir mal auf der Karte gucken, was jetzt hier das Problem ist. Ah, da fährt ja einer. Ah, okay. Aber das ist nicht Duisburg anscheinend. So, wir haben grün. Sollten wir auch keine Zeit verlieren hier. Was beide Seiten geschlossen, ja. Dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse und los geht's. Natürlich müssen wir noch unter 24 bleiben. Das machen wir also so. So, können wir immerhin wieder 45. So. Dann können wir auch 100 fahren. Ich war drin. Jetzt wollte ich mich komplett verarschen hier, oder? So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier einigermaßen vernünftig durchkommen, ohne irgendwelche Störungen. So, 130. Und 160. Dürfte Borbeck sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Natürlich nicht offiziell, aber vielleicht war es auch Essen West. Das wird es wahrscheinlich eher gewesen sein, Essen West. Göttlich, einfach nur wunderschön. Wunderschön, ich liebe es einfach. Denn wieder sich in die Kurve legt, das ist einfach ein Traum. Ich liebe es einfach. Wunderschön.
Ach, schicker Güterzug. Ach, schade. Dann war das nächste rote Signal. Es ist zum Mäusekotzen. Es ist nicht einfach, hier als gespawnter Zug über die Strecken zu fahren. Das ist wirklich nicht einfach. So, hier die Bremskurve mitnehmen und schön runter auf unter 45. Wieder vom Bahnsteig wahrscheinlich. Steht da wieder jemand im Weg? Irgendein Regionalexpress. Und deswegen müssen wir anhalten. Wunderbar. Das nächste rote Signal, diesmal hinterm Bahnsteig. Ach Mann. Heute ist es nicht einfach, ehrlich gesagt. So, 85 dürfen wir auf jeden Fall. Machen wir das. So, wir dürfen uns nach wie vor nicht befreien.
Also es wäre schön, wenn wir es jetzt befreien könnten, Herr Kollege. Ist das auch wieder so ein Bug oder ist das real? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dass wir jetzt hier so lange unter Beeinflussung fahren, ist mir ein bisschen neu. Wir tuckern jetzt nicht mit 80 hier bis zum Bahnhof, oder? Das ist nicht euer Ernst. Ich denke mal, das ist ein Bug, weil es blinkt doch nichts. Es blinkt kein. Wir haben kein Wechselblinken, nichts, gar nichts. Ich traue mich auch nicht schneller zu fahren, ehrlich gesagt. Lass mal das einfach. Es sind doch 5 Kilometer. 1,9 Kilometer auf schon gelb. Dann haben wir 140, also brauchen wir jetzt eigentlich auch hier nicht mehr großartig aufzuschalten. Ich glaube, das tut sich jetzt nichts mehr. So, soll ich jetzt schneller fahren oder nicht? Oder was ist jetzt hier Phase? Ich weiß es nicht. Soll ich es riskieren? Soll ich es nicht riskieren? Ich lasse es. Ich weiß es nicht. Wir haben kein Wechselblinken. Also normalerweise dürfte nichts passieren. Ich denke mal, das ist ein Bug. Ist auf jeden Fall meine Ahnung. Also ich könnte es riskieren, ich weiß es nicht, was passiert. Und wir versuchen es mal. Gucken, was passiert. Mehr als Zwangsbehandlung können wir nicht kassieren. Und es passiert gar nichts. Es ist einfach nur ein Bug, dass die Schrift nicht weggeht. Das ist das ganze Problem an der Sache. Hätten wir auch schneller fahren können. Aber das weiß man natürlich vorher nicht. So sieht das nämlich dann aus. Dann ist da der 1000-Hertz-Magnet aktiv und wir haben Wechselblinken. Das war ja alles nicht. Also eigentlich hätten wir da ruhig schneller fahren können. Naja.
Bis nächstes Mal, wenn wieder sowas ist, weiß ich das. Fahrrad trotzdem schneller. So, jetzt ist die Schrift weg. So, hinein in die Bremskurve. Auch die Sifa ist ein bisschen komisch hier. Zu schnell habe ich das Gefühl, dass die zu schnell hintereinander. Sifa sagt, wenn man da nicht blitzschnell reagiert, gibt es eine Zwanse. Warum der auch null anzeigt, wie angezeigt und nicht Duisburg Hauptbahnhof, ist die nächste Sache, die mir jetzt nicht so ganz in den Kopf will. Aber lassen wir das. Wissen wir, dass das rote Signal wieder unmittelbar dahinter ist, oder war ich selber dabei? Zielpunkt zu nah ans rote Signal gepackt. Aber das ist jetzt auch nicht das große Problem. Da bremsen wir einfach früher. Wenn wir jetzt genau am Punkt stehen, dann ist es jetzt, glaube ich, auch nicht so tragisch. In dem Fall. Wichtig ist nur, dass wir den ganzen Zug an dem Bahnsteig bekommen. Das andere ist nicht so wichtig. Ach, ist auch Zeit satt, beziehungsweise Platz satt bis zum roten Signal. Das schafft man ja locker. So, damit hätten wir das erledigt. Wir sind angekommen in Duisburg. So, jetzt steht hier ganz klar Duisburg Hauptbahnhof und da oben steht wie angezeigt. Okay. Egal, lassen wir das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr immer gar nicht. Das war unsere kleine Fahrt mit dem ICE3-Mod. Einmal quer durchs Ruhrgebiet von Bochum Hauptbahnhof über Essen Hauptbahnhof nach Duisburg Hauptbahnhof, während er schon weiterfährt nach Aachen, steht da glaube ich drauf. Ja, Aachen. Können wir auch hier lesen. Genau. 21:51 Uhr fährt der RE6 nach Köln Flughafen. Auf jeden Fall der fährt nach Aachen Hauptbahnhof. Da steht's. Dürfte der RE9, glaube ich, sein, oder? Ist das, welcher RE ist das? Nein, ist egal. Auf jeden Fall fährt er weiter bis nach Aachen. Und hier kommt dann um 21:37 Uhr der RE2 auf dem Weg nach Düsseldorf Hauptbahnhof ein. Das heißt, wir sollten uns hier gleich verdünnisieren. Das war's mit dem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Euer der Dennis Spieter. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Und tschüss.